Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Tomek und heute schauen wir uns wieder eine Formel Head von Hot Wheels an, diesmal den Nissan Z Proto. So ganz frisch als Mainliner hier in Deutschland erhältlich, in den Staaten kommt er auch als Real Rider. Aber gucken wir uns jetzt hier erstmal den europäischen Mainliner quasi an. Und da muss ich sagen, goldene Felgen auf dem gelben Auto ist jetzt nicht so ganz meins, kümmern wir uns aber gleich drum. Das Gelb ist allerdings sehr schön lackiert, da gibt es manchmal bei Gelb halt auch so seine Probleme. Wir haben Scheinwerfer am Auto aufgedruckt, wir haben das Nissan-Logo vorne aufgedruckt und wir haben Spiegel am Auto, Scheibenwischer sind auch vorhanden und auch hinten sind Rückleuchten und Nissan-Logo drauf. Was mich allerdings hier hinten massiv stört, ist, dass die Niete diesmal quasi mitten in der Heckscheibe hängt und sich dadurch eine kleine Delle in der Heckscheibe gebildet hat. Und ja, beim besten Willen, das habe ich so ohne weiteres nicht weggekriegt, aber gucken wir uns das Auto natürlich trotzdem an und ja, ein bisschen optimieren werde ich ihn trotzdem. So, wie gesagt, hinten haben wir hier eine Kunststoffniete, die hier mitten durch die Heckscheibe ragt. Muss man natürlich auch vorsichtig sein, wenn man das Ganze aufbohrt, sonst hängt man gleich in der Scheibe drin. Das wollen wir natürlich nicht. Und der Kunststoff ist halt doch ein bisschen weicher als die Metallniete, die vorne am Auto ist. Und ansonsten, ja, ist halt aufbauen wie sonst auch immer. Wenn das Ganze geschafft ist, dann haben wir hier den Unterboden, gibt es keine großen Überraschungen. Wir haben hier unten vorne noch eine Lippe dran und über der Lippe ist dann nochmal ein Steg, der hier auf dem Inlay aufgedruckt ist. Ansonsten, ja, Cupholder sind im Sportwagen natürlich immer ganz wichtig. Hier haben wir nochmal den gelben Steg. Die Farbe passt nicht hundertprozentig, aber auch da habe ich keine passende Farbe da gehabt. Hat mich jetzt aber auch nicht so massiv gestört. Was mich wirklich massiv stört, ist diese Kunststoffniete oder diese Niete, die mit im Scheibensatz hängt, da halt oben in der Scheibe eine dicke, fette Beule zu sehen ist. So, ansonsten ist das Scheibeninlay auch sehr stark getönt. Hier haben wir nochmal diesen Bubsch von der Niete, auch von dem Dom der Niete. Und ja, wie gesagt, Details kriegt das Auto natürlich trotzdem. Als erstes habe ich hier die Endrohre aufgebohrt, damit es wirklich nach Auspuff aussieht. Dann kommen die Mainline-Felgen runter und das Ganze wird getauscht gegen ein paar verchromte Real Rider-Felgen. Und mit diesem Gelb würde er passend, auch wunderbar passen zu meinem blauen Audi und dem roten C63 AMG. Denn die haben auch beide Chromfelgen und recht deutliche Felgen, Farben. Ja, und wenn wir gerade beim Chrom sind, die Endrohre werden natürlich, nachdem sie aufgebohrt wurden, auch noch verchromt. Soll ja auch schick aussehen und ein bisschen ins Auge fallen. Ansonsten gab es an der Karosse relativ wenig zu tun. Ich habe hier hinten diese schwarze Z-Plakette noch eingeschwärzt und später die Spiegel verchromt. Ansonsten habe ich mir trotz des dunklen Inlays die Arbeit gemacht, die Dachkante quasi in schwarz glänzend zu lackieren, genauso wie die vorderen kleinen Dreiecksfenster und die B-Säule. Leider sieht man das Ganze dann nicht wirklich, da das Scheibeninlay doch wirklich sehr dunkel geraten ist. Und ja, das hatte ich mir eigentlich etwas besser vorgestellt. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch einen etwas helleren Scheibensatz, mal schauen. Oder vielleicht ist auch die Niete hinten eine Abschreckung, dass das immer dunkel bleibt. Wir werden es sehen. Die Scheibenwischer wurden noch eingeschwärzt in matt allerdings. Und das Dach habe ich von innen auch noch schwarz lackiert. Von innen deswegen, weil so eine große Fläche kriege ich einfach mit dem Pinsel nicht wirklich glatt hin. Und wenn man es von innen lackiert und es nach außen halt schwarz glänzend aussieht, ist das nicht ganz so dramatisch. Ansonsten, wie gesagt, ja, war etwas vergebene Liebesmühe, da man es nicht wirklich erkennt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Video und würde mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, ist natürlich auch ein Abo eine schöne Geste. Ansonsten sehen wir uns natürlich demnächst wieder. Und bis dahin bleibt gesund und ciao, ciao.